weit. Und Starmania geht in die erste Finalrunde. Passend dazu gibt es natürlich ab sofort das wöchentliche Starmania Clubbing im Praterdom. Ich bin heute live mit dabei, werde mir jetzt mal anschauen, was es hier alles so gibt und vor allem, wer das Friendship-Ticket abkassiert. Dass es da hinten sicherlich keine leichte Entscheidung war und dass allein die Tatsache, dass wir uns entscheiden müssen, extremst Sache ist, brauche ich da gar nicht sagen, haben wir auch vorher schon darüber geredet. Und deshalb mache ich es ganz kurz. Wir haben uns für den Chris entschieden. Der Chris ist heute gerettet worden aus Friendship-Ticket. Die Sarah ist draußen. Was sagst du dazu? Naja, ich finde es eigentlich voll schade, weil ich finde, Sarah hat eine urgute Stimme. Ja, ich bin so auch urschade, dass die Sarah rausgekommen ist. Aber ich freue mich für den Chris auch. Ja, weil er ist auch urmensch, ursüß. Ich finde es urgeil, weil ich mag Chris total und seine Band. Also er ist so ein wahnsinniges Mensch. Und immer wenn wir es sehen, haben wir es lustig mit ihm. Ja, es war die beste Entscheidung, auch wenn es schade ist für Sarah. Wir sind jetzt im exklusiven VIP-Bereich und ich bin mal gespannt, ob ich den einen oder anderen Star Maniac vor die Kamera holen kann. Das ORF Star Maniac Clubbing, presented by TV Media, jeden Freitag im Wiener Praterdom. Und jetzt die Ö3-Disco at Star Maniac Clubbing. Die Sarah musste euch heute leider verlassen. Ihr habt das Friendship-Ticket zum ersten Mal bestimmen müssen, wer das bekommt. Wie war das? Von den zwei in einen quasi rauszuwählen. Es ist ja so, dass man den einen ja zurückholt, aber es ist wirklich schwierig, da jetzt einen vorzuziehen irgendwie. Total hart. Also ich habe schon früher die Sendung teilweise mitbeobachtet und dann habe ich mir immer gedacht, was macht denn so ein Drama und alles so ein Theater, das ist alles nur gespielt und so. Eigentlich ist euch das scheißegal. Jetzt, wo ich wirklich selber dabei bin, kann ich das absolut nachvollziehen und das ist extrem zart. Du hast gerade das Friendship-Ticket erhalten. Wie fühlst du dich? Naja, das Gefühl ist nicht gerade toll, aber natürlich bin ich sehr froh, dass ich noch im Bewerb bin. Aber es tut mir irrsinnig um die Server leid, weil das Mädel hat einfach von meiner Sicht aus alles geschlagen. Und dass die jetzt draußen ist, ist schon sehr hart für mich. Die Sarah ist heute ausgeschieden. Was sagst du zur Entscheidung? Ja, jetzt wird es immer tragisch werden, glaube ich, also jede Sendung. Ich war sehr überrascht, dass sie unten gestanden ist, prinzipiell. Also Friendship-Ticket hin oder her. Ich war überrascht, dass sie überhaupt zu wenige Stimmen gekriegt hat. Tut mir sehr, sehr leid. Das ist zum Teil auch eine taktische Entscheidung von den Kandidaten. Mit Qualität hat das wenig zu tun. Liebe Sarah, du bist heute leider rausgeflogen, warst aber trotzdem super und genau deshalb haben wir dich auch auf unserer persönlichen Bühne im Praterdom gehabt. Wie war das? Es war sehr schön, der Auftritt. Das war sehr lustig und die Leute haben nur mich angefeuert. Die haben auch immer mitgemacht und so, das war echt schön. Auch so schön singen wie die Starmaniacs. Kannst du mir irgendeine Übung zeigen? Eine leichte, bitte. Und du glaubst, mit einer Übung geht das schon? Ja, dann bin ich ein Star. La 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 la. Voll gut, voll gut. 3, 4. Ja. Sehr schön, sehr schön. Yeah. Perfekt. Schaut dämlich aus. Genau. Das lockert die Stimme auf jeden Fall einmal, also das ist was. Während dem Singen sollte man sich nicht am Bauch greifen, aber für als einzige Übung ist also überhaupt, dass man mal lernt, dass sie die meiste Kraft vom Atem im Bauch sammelt. Und wichtig ist, die zwei Säulen des Singens beachten, die Stütze und den Stimmsitz. Genau. Du machst einfach mal. Genau. Und wie ging das? Schokotorte. Genau. Na super, ich glaube, jetzt nehme ich meine erste Single auf und danke dir fürs Interview. Du. Toll, ich kaufe die erste Single. Ich muss schon sagen, ein richtig emotionaler Abend, aber auch gleichzeitig ein super
super cooles Clubbing gehen hier leider schon wieder zu Ende. Die Stamaniacs sind nicht nur super Sänger und Tänzer, sondern auch noch so richtig sympathisch. Sie haben mir super künstlerische Tipps mit auf den Weg gegeben. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen singen üben und als Tanzlehrerin hole ich mir jetzt noch ein Go-Go. Bis bald, tschüss, Baba.